Auf der Suche nach Madoka findet Misaki ein Foto in dem Zimmer, in dem sie damals behandelt wurde. Darauf ist sie als kleines Mädchen zu sehen, zusammen mit einer Frau ohne Gesicht. Gibt es eine Verbindung zwischen ihr und dem Mädchen in Schwarz? Misaki will dieses Mädchen treffen. Sie spürt, dass sie die Antwort auf all ihre Fragen hat. Meine beste Freundin. Okay, wir werden jetzt wieder Misaki spielen. Phase 8. Sakuya. Misaki Aso. Und wir sind wieder bei Misaki. Okay. Ich werde hier... geheimnisvolles Mädchen. Naja, so geheimnisvoll ist sie jetzt nicht. Also, wisst ihr eigentlich, wer sie ist, oder? Geheimnisvolles Mädchen. Ein Mädchen mit düsterem Blick verlässt das Zimmer. Ist sie etwa Misakis beste Freundin? Ja, davon kann man ausgehen. Okay, warte mal. Wo ist denn hier was? Hier oben? An der Decke? Irgendwo ist wieder ein Item, das ich nicht sehe. Ich wieder blind bin. Okay, sind wir uns jetzt? Okay, ich hab keine Ahnung, wo das Item sein soll. So, anscheinend irgendwo in dieser Richtung. Ah. Okay, wow. Fünf blaue Steine. Ist wieder sehr geizig unterwegs hier. Ja, sehr geizig unterwegs. 54. Wir müssen die Kamera mal ein bisschen auf Vordermann bringen, ne? Komm, wir hauen hier mal Kraft rein. Ist das bei der Reichweite hier auch, dass man... Nee, okay. Nur der Aufnahmebereich. Geisterpunkten, nee, okay. Dann gehen wir ja... Wir gehen auch bei der Kamera jetzt ein bisschen verstärkt auf Kraft. Folge dem Schatten des Mädchens im Schwarz. Aber ich weiß gar nicht, wohin. Wahrscheinlich hier entlang. Ich gehe einfach mal weiter, weiter Richtung Flur. Weil dort ist auch ein Speicherpunkt und ich gehe mal davon aus, dass sie uns hier entlang führen wird. Na, guck mal, hier haben wir auch schon wieder einen Gegenstand, den wir... Ach ja, natürlich. Natürlich liegt das hier am Boden. Ja, danke. Ja, nochmal 10 Steinchen, okay. Aber upgraden können wir nichts. So. Okay. Lass uns gehen, nur wir beide. Ah, Mädchen im Aufzug. Okay.
Sie möchte runter, nur wohin? Wohin genau möchtest du? Geisterliste. Oh Gott, wir haben hier wieder einige Geister. Kyoko Kitatsume. Eine Patientin, die zur Strafe an der Decke aufgehängt wurde und an Ort und Stelle starb. Weshalb sie wohl auch als Geist weiterhin dort hängt. Nett. Eine Inselbewohnerin, die das Kagura liebte. Sie konnte das Gefühl, sich beim Kagura selbst zu verlieren, nicht vergessen und sehnte sich danach. Alles wirklich nicht so cool. Ein Patient, der sein Selbst mit dem Malen von Visionen aufrechterhielt. Shigeto Haibara gab ihm zu Therapiezwecken einen eigenen Galerieraum. Er war genauso verrückt. Wandergeister haben wir tatsächlich echt schon einige geschossen. Mädchen im Aufzug. Das Mädchen mit düsterem Blick steht im Aufzug. Es scheint, als würde sie über etwas klagen. Okay. Gehäutete Leiche. Es existiert ein Brauch, das Gesicht von Toten, die erblühen könnten, zu ernten. Auf dem Foto ist wohl das passende Werkzeug dazu abgebildet. Wow. Also was die hier getrieben haben, ist echt uncool, ne? Also dass die hier mit dem, denn von den Toten, von den Erblühten die Gesichter einfach abschneiden. Schlüssel verwendet. Oh, wir können in den vierten Stock. Oh Gott, wollen wir wirklich in den vierten Stock? Wir haben doch erfahren, dass im vierten Stock die Tochter von dem Direktor ist, ne? Also die wirklich komplett isoliert wurde. Ja? Ach so. Ah, okay. Hoppla. Chan, guten Abend, meine Liebe. Hallo, hallo. Wie geht's? Wie steht's? So, wir sind im vierten Stocken. Ach so, ja, natürlich schon wieder solche Hängende. Oh, shit. Aua. Nee, es war... Ach so. Ja, klar. Ja, schönen guten Tag. Okay, ich wusste jetzt nicht, wann genau ich abdrücken sollte. Aber das war noch zu früh. Okay. Oh, Crit. Oh, schade, nicht getroffen. Ey, ist echt spooky, ne? Crit. Combo. Jawohl. Combo. Combo. Oh, wieder eine richtig geile Vierer-Combo. Sehr schön. Wo ist sie jetzt hin? Von da. Ah, komm. Wir machen noch mal. Wir versuchen mal noch eine Combo. Ah, shit, zu früh. Ja, okay, hat gereicht. Na gut. Hat schon gereicht. Alles klar. Na, viel hast du nicht verpasst. Er ist nur planlos rumgelaufen. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Chan, dann musst du auf dem Discord den, weiß gar nicht, welcher das ist. Mein Twitch-Channel entstummen. Dann bekommst du eine Benachrichtigung. Da bekommst du auf jeden Fall eine Benachrichtigung, die funktioniert. Weihwasser erhalten. Okay. Klar. Nee, wir holen uns erstmal das Item. Ich habe Misaki gestern mit dieser Puppe gesehen. Wahrscheinlich hat die Patientin aus dem Isolationszimmer am vierten Stock ihre eigene Puppe gegeben. Bei beiden wurde ein starkes übernatürliches Potenzial diagnostiziert. Ihre Wahrnehmung des Übernatürlichen ist scharf und sie sind besonders anfällig dafür, von Geistern besessen zu werden. Es ist gefährlich, wenn zwei Leute mit übernatürlichem Potenzial einander begegnen. Wenn ihr geistiger Zustand gut ist und sie miteinander sympathisieren, kann das ihren Zustand stabilisieren. Aber wenn eine instabil ist, besteht für beide die Gefahr, dass ihr Mondlichtsyndrom schlimmer wird. Ich sorge mich besonders darum, was für einen Einfluss sie in ihrem jetzigen Zustand auf Misaki haben könnte. Bitte vernachlässigen Sie ihre Kontrollen nicht und geben Sie Acht, dass Misaki nicht mit ihr zusammentrifft.
Das ist uncool. Neubau, vierter Stock, Zimmer 412 Eismond. Das einzige Zimmer im vierten Stock ist das Isolationszimmer. Anmerkung. Ihr Zustand ist äußerst gefährlich. Sollte er sich daher verschlechtern oder die Patientin in einen Zustand der Verwirrung fallen, kontaktieren Sie bitte unverzüglich den Direktor. Auch ist es strengstens untersagt, die Patientin beim Namen zu nennen oder ihr Gesicht anzusehen, da dies ihren Zustand verschlechtern könnte. Auch in Anbetracht des kürzlichen Todes einer Schwester vermeiden Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit zu langen Kontakt mit der Patientin. Wenn Sie während der Arbeit körperliche Beeinträchtigungen feststellen oder Ihnen schlecht wird, unterbrechen Sie bitte die Arbeit für eine Weile. Der Korridor, der zum Isolierzimmer führt, ist mit Gitterstäben abgeriegelt. Diese können geöffnet werden, indem die Tür vom Schwesternzimmer aus entriegelt wird. Bitte beachten Sie, dass Sie nur mit einem Nachschlüssel nicht bis zum Isolierzimmer gelangen. Okay. Das heißt, ja, ist ja gut. Ach Gott. Ah. Hallo? Ja, wie jetzt? Oh, danke. Das hört sich schon richtig böse an. Das hört sich schon richtig ungemütlich an. Okay, wir haben ja die Karte gefunden, ne? Schauen wir mal, wie es... Ach, das sieht wie oben. Das Zimmer mit der Frau in Schwarz aus. Okay. Okay. Ah. 5 rote Steinchen. Da können wir gleich mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas upgraden können. Isolierzimmer, 4. Stock, Bericht 1. Was die Patientin im Isolationszimmer am 4. Stock betrifft, es fällt mir schwer, das zuzugeben, aber ich kann mir einfach ihr Gesicht nicht einprägen. Sie ist sehr schön, so viel ist hängen geblieben, aber ich weiß nicht, wie ihr Gesicht aussieht. An das Gesicht kann ich mich nicht erinnern. Sowas darf eigentlich gar nicht sein. Ich kann mir sonst sofort die Gesichter und Namen der Patienten merken. Bloß ihr Gesicht nicht. Wenn ich versuche, mich an ihr Gesicht zu erinnern, wenn ich es dazu fest ansehe, rast mein Puls und es kommt mir vor, als ob ich mich selbst verliere. Als ob ich ein Radio wäre und jemand am Regler rumspielt. Was soll ich tun? Bin ich wirklich dafür geeignet, über den 4. Stock Aufsicht zu führen? Ich glaube nicht, dass ich dieser Position gewachsen bin. Bitte überprüfen Sie, ob Sie mich einer anderen Stelle zuweisen können. Ich bitte Sie. Immer wieder. Mädchen drückt das Bedienfeld. Okay, sie möchte mir bestimmt zeigen, welche Zahlen ich drücken muss, damit wir das Zimmer da öffnen, ne? Das Gitter. Wir gucken erstmal in die Geisterliste. Vielleicht... Da ja irgendetwas. Mädchen drückt. Die kleine Misaki hantiert am Bedienfeld. Fröhlich wiederholt sie die Zahlen, die sie sich gemerkt hat. Okay, welche Zahlen sind das, die wir uns gemerkt haben? Untersuchen. 7, 2, was? Okay, das waren sie anscheinend nicht. Vier, vier, sechs, sieben. Okay, 4467. Supi, hab ein neues Buch zum Verschlingen. Ich bekomme eigentlich von Twitch eine Benachrichtigung, bla bla bla, okay. Ja. Aber bei Twitch ist das tatsächlich oft so, dass es, ich habe mir die Zahlen jetzt wieder nicht gemerkt, ne? Alter. Bei Twitch ist das tatsächlich oft so, dass man, da mal eine Benachrichtigung nicht erhält. Das ist, kommt bei Twitch tatsächlich öfter vor als... Ah, 4467, alles klar. Vielen Dank. kommt bei Twitch tatsächlich öfter vor, als man denkt.
Leider Gottes, deswegen am besten auf dem Discord, da bekommt ihr nämlich die Benachrichtigung auf jeden Fall sicher. 6, 7. Okay. Danke, Leute. Ein Mechanismus wurde in Gang gesetzt und die Tür hat sich geöffnet. Ja, welches Buch verschlingst du denn gerade? Achso, gab's hier vielleicht. Nee, noch ein Item gibt's hier nicht. Oh Gott, wollen wir wirklich da durch? Ich weiß ja nicht. Allein dieses Guckloch, ne? Ist schon uncool. Ja. Nee. Nee. Ist sie das? Die sieht fröhlich aus. Ach, die braucht nur eine kleine Massage oder so. Dann sollte das eigentlich wieder okay sein, oder? Ja. Hi Kate, so musst du mich erschrecken. Diese Kackwandergeister, ey. Die kleine Misaki und das Mädchen in Schwarz gehen in trauter Zweisamkeit den Gang entlang. Fourth Wing. Oh, ja, okay. Sagt mir jetzt nichts tatsächlich. Was ist denn das für ein Genre? Okay, Bericht Nummer 3. Warum sie sich nicht? Ich habe ihnen doch wieder und wieder berichtet, dass sie versucht, mich zu sich hineinzuzerren. Kommen sie doch her und machen sie sich selbst ein Bild davon, damit sie endlich verstehen, von was ich rede. Sie ist nicht mehr dieselbe, oder? Ihr Gesicht verändert sich und sie versucht, mich zu sich hineinzuziehen. Sie ruft nach mir, sie ruft nach mir, sie ruft nach mir und sie ruft nach mir noch weiter. Okay. Wer ist das? Ach, das ist die Schwester, die uns gerade hier begrüßt hat, oder was? Das war gar nicht... Das, Alter, an der Decke? Nee. Ja, komm rauf. Oh, warum willst du mich denn direkt penetrieren? Ich hab dir gar nichts getan, Schwester. Ja, komm her. Ich mach einen Crit. Combo. Jawoll. Das war absolut gekonnt, liebe Leute. Bori, der Profi ist am Berg. Ich wusste schon immer, ich habe einen sehr guten Finger für Fotografie. Sigmund Riecher, Finger, Auslöser. Ihr könnt euch was aussuchen. Wieder wir beide. Ah, Force Wing ist mit Drachen. Oh, das klingt aber schon sehr, sehr cool. Drachen mag ich. Im Weg stehende Schwester. Die diensthabende Schwester des vierten Stocks, Shizunosaki, versucht Misaki daran zu hindern, die Patientin im Isolierzimmer zu sehen. Ja, das hat sie versucht, ist aber crit-technisch tatsächlich an mir gescheitert. Die kleine Misaki und das Mädchen in Schwarz. Wer erwartet sie auf der anderen Seite der Tür? Ja. Wie hieß sie denn noch? Haben wir ihren Namen schon erfahren von der Tochter? Stimmt. Okay, Haibaras Assistenten. Was die Patientin im Isolationszimmer im vierten Stock betrifft, ich werde sie heute beobachten, aber ich spüre, dass ihre Symptome in einem hoffnungslosen Stadium sind. Frauen, die wie sie eine derart geschärfte Wahrnehmung des Übersinnlichen haben, trifft das Mondlichtsyndrom besonders schwer, wenn es einmal ausbricht. Sie ist ein extremes Beispiel davon. Ihre Psyche ist im Begriff zusammenzubrechen. Indem sie ihr selbst auf ihre Puppen projiziert, hält sie gerade noch so ihr Bewusstsein aufrecht. Vielleicht braucht sie die verschiedenen Puppen, die jeweils ein Abbild ihrer selbst darstellen, um ihr sich ständig im Fluss befindliches Selbst zu fixieren.
Vielleicht können wir diese Methode, bei der das selbst auf Puppen projiziert wird, um sie die chaotischen Erinnerungen zu sortieren, auch bei anderen Patienten anwenden. Jedoch auch, wenn wir eine zeitweilige Wirkung erzielen, indem wir die Patientenpuppen geben, verzögert das lediglich den unausweichlichen Zusammenbruch. Direktor Haibara gibt sich alle Mühe, eine geeignete Behandlungsmethode zu finden, aber er hat bereits so viele Dinge ausprobiert. Ein Fortsetzen der Behandlung scheint nur mehr Quälerei zu sein und seine Heilung aussichtslos. Ja. Durften wir jetzt ja leider schon mehrfach erfahren. Hier liegen wieder Puppen. Ist aber keine Hatsuko-Puppe oder wie die heißen. Ich hab's bestimmt wieder falsch gesagt, ne? Garantiert. Bitte? Die Person auf diesem Foto, sie muss in diesem Zimmer sein. Ja. Das sah gar nicht gut aus. Hey, cheese! Oh, guck mal. Die sieht aber... Die sieht wirklich... Das ist wirklich ein schönes Mädchen. Also sieht jetzt überhaupt nicht so geisterhaft aus, aber... Was nicht ist, kann ja auch noch werden, ne? In diesem Spiel ist das, naja... Eine Frau, die eine Puppe liebevoll in ihren Armen hält, als wäre es ihr eigenes Kind, wirft Misaki einen sanften und gutmütigen Blick zu. Ja, das habe ich gerade auch so verspürt, muss ich sagen. Sah jetzt auf jeden Fall nicht danach aus, als ob sie uns etwas antun möchte. Was die Patientin im Isolierzimmer am 4. Stock betrifft, ihr Zustand hat sich einigermaßen stabilisiert, aber er kann sich jederzeit wieder verschlechtern. Vor einigen Tagen hat die Schwester, die Patientin in dem Isolierzimmer Person ohne Gesicht genannt hat, Selbstmord begangen. Aus unbekannten Gründen ist sie in das Isolierzimmer gestürmt und hat sich vor den Augen der Patienten das Leben genommen. What? Okay. Es gab schon seit einer Weile Anzeichen dafür, dass sie große Angst vor der Patientin hatte. Aber wenn sie sich so sehr vor ihr fürchtete, warum ging sie dann zu ihr? Es kam sogar vor, dass ich sie warnen musste, sich nicht zu lange bei den Gitterstäben aufzuhalten. Als sie gefunden wurde, war das Zimmer in einem furchtbaren Zustand, aber die Patientin saß wie immer ruhig auf dem Bett, als sei nichts gewesen, und lächelte. Auch ich kann mich partout nicht an ihr Gesicht erinnern. Ein ähnliches Ereignis hat es offenbar schon einmal gegeben und die anderen Schwestern sind alle verängstigt. Dienen diese Gitterstäbe vielleicht weniger dazu, die Patientin nicht herauszulassen, als vielmehr dazu, allen anderen nicht hinein? Klingt ganz danach tatsächlich, ja. Okay. Nichts mehr. Ich habe gesehen, auf dem Bett ist noch ein Item. Da vorne liegt noch ein Item. Sakuyas Tagebuch. Ah, sie heißt Sakuya. Okay. Ich habe mich in die Puppe gelegt, damit, wenn ich mich vergesse, dass ich in der Puppe mir antwortet, so ist es mir erspart geblieben, sich zu verlieren. Aber heute, als ich fragte, wie lautet mein Name... Ich fragte und fragte, aber sie antwortete nicht. Hat das... Okay, hat keine Bedeutung, diese Großbuchstaben anscheinend, ne? Wenn das sich in der Puppe nicht da ist, regen sich die Kinder in mir drin auf. Aber... Ja, nö. Macht keinen Sinn, glaube ich, mit den Großbuchstaben. Sie essen mich von innen auf und schlafen, die hungrigen Kinder. Ich kann hören, wie sie aufwachen. Meine Seie zerbrochen, heimkehren, willkommen heißen. Oh wow, die war schon völlig durcheinander. Oh, Gottes Willen.
also Just Saint TV, falls du noch da bist. Es ist was zum Tanker. Die Schmerzen derer, die die Seelen willkommen heißen, derer, deren Klang verschlungen wird. Du sollst sie bitte nicht erfahren. Du ähnelst mir. Bitte werde nicht wie ich, Misaki. Eine Welt ohne Klang, eine Welt ohne Klang, eine Welt ohne Klang. Ich gebe dir meinen Klang. Ha, Schnappschuss. Misaki betrachtet den Mond. Ja, ich muss doch jetzt an den Puppen da vorbei, oder? Ich bin ehrlich, ich möchte da nicht hin. Das Licht des vollen Mondes und dieser Ort haben eine heilende, beruhigende Wirkung auf die kleine Misaki. Okay, ja, komm. Ist davon irgendeine Hatsuki Noko Puppe? Ihr wisst, welche Puppe ich meine. Aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Warum hat man so viele Puppen? Hätte nicht eine ausgereicht? Warum denn so viele gleich? Also selbst eine ist ja schon eklig, ne? Aber... Oh Gott, flüstern die Puppen? Auf dem Deckel der Schatulle sind Holzplatten. Eine scheint zu fehlen. Na, es fehlt wieder eine, okay. Oh, die Puppen flüstern. Ja, es ist wunderschön, dass die Puppen flüstern. Oh Gott, da kommt doch gleich ein Jumpscare am Fenster. Ja, ich... Oh nee, okay, es ist nur ein Geisterarm, okay. Holy shit. So, wir wollten mal gucken, ob wir irgendwas upgraden können, ne? Oh, die Puppen sind super unangenehm. Die bringen mich gerade ein bisschen aus der Fassung, muss ich sagen. Warum haben wir nur so wenig Filme? Ach, mit dir haben wir ja nur so wenig Filme, ne? Shit, wir hätten mal mit dir Filme kaufen sollen. Ah, nicht cool, nicht cool. Wir brauchen noch 8... Da können wir was machen. Trägheit macht Geister kurzzeitig träge. Schleudert ab nach hinten. Ich möchte die eigentlich gar nicht so sehr nach hinten schleudern. Ich will lieber, dass sie langsamer sind. Das ist auch das Objektiv, was wir benutzen, ne? Wie sieht das aus? Dieses komische Zeichen. Gucken wir direkt mal. Ja, das ist auch das Objektiv, was wir nutzen. Shit, wir hätten uns mal Filme holen sollen. Verdammt. Misakis Tagebuch. Gehört das etwa mir? Sie sagen, ich darf sie nicht mehr sehen. Dabei fühlt es sich doch so gut an, wenn ich bei ihr bin. Kaputt zu gehen fühlt sich auch gut an. Aber es ist doch etwas anderes. Wenn unsere Klänge miteinander schwingen, fühlt sich das gut an. Und ich werde ganz ruhig. Aber sie sagen, dass ich sie ab sofort nicht mehr sehen kann. Wenn ich sie nicht mehr sehen darf, weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Ich will das nicht. Aber Miya sagt, dass ich immer noch ich bin. Weil Miya für mich da ist, habe ich keine Angst. Miya ist meine beste Freundin, die immer bei mir ist. Mi bedeutet Meer, wie ein Misaki. Ja bedeutet Nacht, wie in Sakuya. Wir bleiben für immer zusammen. Ah, okay, Miya. Dann haben die einfach den Namen daraus zusammengefügt. Aus deren beiden Namen. Oh Gott. Nee, du meintest, da fehlt ein Teil. Sah eher aus, als wenn du Teile verschieben musst. Ach so, nee. Hast ja gerade gesehen. Ich hatte das unten gelesen, da stand das, dass da ein Teil fehlt. Deswegen. 15 Heulplatzen lassen sich verschieben, um einen Mond, um ein Ding zu bilden. Warte mal, wie kann ich denn... Also es ist auf jeden Fall ein Schieberätsel, genau, aber... Okay. Okay. Wow. Mm.
Bin mal Lörg. Alles klar. Viel Spaß, viel Spaß. Vielen Dank, dass du da warst. Da bist. Immer noch lörgst. Ja. Ist das denn, warte mal, wo kommt denn, okay, die 6 müsste denn hier bleiben. Das heißt, wir müssen jetzt die 5 darüber kriegen. Wo ist denn die 7? Shit. Fuck. Die 9 ist wieder am ganz anderen Ende, ne? Shit. Ah, wie krieg ich denn die 11 da jetzt rein? Das ist ja. Ah, verdammt. Verdammt. Das Muster wurde korrekt angeordnet. Die Schatulle hat sich geöffnet. In der Schatulle ist ein Tagebuch. Sakuyas Tagebuch 3. Wann war das? Letzte Mal, dass ich ihn gehört habe. Den friedlichen Klang meiner selbst. Die menschliche Seele ist eine Anhäufung von Klängen, aber bei so vielen widerhallenden Klängen kann ich es nicht hören. Das Ende ist nah, ich weiß das. Ich wünschte, mein Klang wäre zurückgekommen. Wenigstens für einen Moment. Vater, Jo, Ayako, lebt wohl. Oh, kein Lebwohl an Mio? An Misaki? Okay, ich glaube, wenn ich hier jetzt den Raum verlassen möchte, dann wird uns hier... Wir werden gleich angesprungen. Garantiert. Was hat sie gesagt? Du warst... Oh. Okay. Wir schauen mal. Das Mädchen in Schwarz wirkt traurig. Sie scheint Misaki zu fragen, ob sie sich denn nicht an sie erinnert. Nee, deswegen sind wir tatsächlich hier, ne? Okay, wir müssen in die Klinik. Erinnere dich. Skiga. Oh. Oh Gott, nein. Nicht springen. Das ist sie, oder? Oh. Die Frau von Shigeto Haibara, die nach der Erkrankung ihrer Tochter Selbstmord beging. Dies veränderte das Schicksal der gesamten Insel. Oh Gott, ihre Mutter.
Untersuche die Umgebung. Was machen wir am besten mit der Kamera? Ah, guck. Wir haben ja schon direkt eins. Abschiedsbrief eines Suizidopfers. Dort, wo die Person sich hinabgestürzt hat, liegt ein Abschiedsbrief. Liebling, es tut mir leid. Ich muss vor dir gehen. Wegen meiner Veranlagung, weil ich so leicht vom Unfassbaren befallen werde, bin ich dir so zur Last gefallen. Diese Dinge ergreifen von mir Besitz, wütet herum und fügen allen Schmerzen zu. Zur selben Zeit bin ich bewusstlos und weiß nicht einmal, was da passiert, was ich anrichte. Das hat mich sehr gequält und ich hielt es nicht mehr aus. Aber weil du für mich da warst, konnte ich den Schmerz irgendwie ertragen. Doch seit ich an der Mondsucht erkrankt bin, wurden unsere gemeinsamen Erinnerungen, die mich als einzigen retten konnten, erschüttert. Jetzt gibt es nichts mehr, was mir hilft, die Schmerzen zu ertragen, die sich in meinen Erinnerungen angesammelt haben. Wenn diese Krankheit nur die schmerzhaften Erinnerungen auslöschen würde, würde mich das so glücklich machen. Es tut mir leid für Sakuya. Sie ist mir so ähnlich, wenn ich mir vorstelle, dass sie vielleicht dasselbe durchmachen muss wie ich. Tut mir das in der Seele weh. Vigeto, du musst gut auf sie aufpassen. Der Mond ist hell geworden. Vigeto, Sakuya, Jo, es tut mir leid. Wirklich leid. Ich bringe mich selbst als Opfer dar, geführt vom Mondlicht. Oh. Okay, da ist die Tür, um wieder rauszukommen. Oh, da ist eine Puppe. Da ist eine Puppe. Ich habe eine Puppe gesehen. Ich weiß nicht, warum ich so glücklich bin, hier eine Puppe zu sehen, aber... Die sind ja noch recht harmlos, muss ich sagen. Die sind ja tatsächlich noch recht harmlos. Okay, da ist ein Gegenstand. Aber ich glaube, das war's auch, ne? Ich glaube, hier ist kein Gegenstand mehr. Ja, das hätte ich auch niemals erwartet, Jan. Da hätte ich auch niemals dran geglaubt, wenn mir das jemand gesagt hätte, dass ich mich mal über Puppen freue. Den hätte ich einen Vogel gezeigt. Die Aufrüstung Hören erhalten. Oh. Alarm, Reflex, Wechseln, Messen, Hören. Ein Alarmgeräusch ertönt, wenn eine verfluchte Puppe in der Nähe ist. Oh. Ah, okay. Warum nicht? Kann man mal machen. Ah. Nochmal 5 rote Steinchen. Aber ich glaube, wir brauchten... wir brauchten 30, ne? Um... Wir brauchen 30. Okay. Sind wir hier schon in der Haibara Klinik oder sind wir auf dem Dach? Der Rogetsu Klinik Einrichtung. Wow. Haibara Klinik, okay. Ja, geh bitte. Okay, der war diesmal nicht verzögert. Ich habe keine Ahnung. Ja, moin, Astro. Hallo. Ich weiß nicht, warum der das letzte Mal verzögert war. Diesmal war er nicht verzögert. Okay. Moin, Ivan, wie geht's dir? 5 Stück? Nee, da brauchten wir, glaube ich, noch mehr. Wir brauchen 8, ne? Oh Gott. Sieht aus wie eine Badewanne. Die Kacheln sind schwarz vom Schimmeln und die Wanne ist voller Müll. Oh. Ich weiß nicht, warum ich hier jetzt weitergehe. Ah, Püppchen. Das Windspielgeräusch gerade sollte dann wahrscheinlich symbolisieren, dass hier ein Püppchen ist, welches wir ablichten können.
Okay. Ansonsten scheint hier nichts zu sein. Wir gehen dann mal speichern. Tütelü. Speichern. Oh, warte, bevor wir speichern, wir werden uns mal ein paar Filme kaufen hier. Wir haben 754.000. Jawohl, da geht ja was. Warte, können wir es direkt... Nee, okay. Ich weiß gar nicht, wie viele wir kaufen können. Ich kaufe mal 23. Sind wir bei 76. 97, perfekt. Okay. Die Filme lasse ich, die Filme benutze ich für... Oh, Kräutermedizin müssen wir auch kaufen, heilige... Hier so mal ein paar Punkte ausgegeben, ne? Extras haben wir immer noch nicht, keine Ahnung. Schaltet man vielleicht das frei, wenn man hier einmal durch ist? Wenn man hier einmal durchgemacht hat? Wir sollten speichern. Ah, perfekt. Direkt zum Jumpscare eingeschaltet, ja. Gut und selbst, ja, auch. Sehr, sehr entspannte Tage immer. Bin froh, jetzt wieder im Project Zero Horror reingehen zu können. Da unten ist wieder ein Püppchen. Ich hab's genau gesehen. Und irgendwo ist hier auch noch ein Item. Okay. So. Wo... ist denn das Item? Ah. Oh. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das so... Okay. Unter dem Bett ist ein Notizbuch, wohl das eines Patienten. Es geschah gestern. Ein Schwarm schwarzer Käfer krabbelte in meinen Körper umher und ich keuchte vor Schmerzen, als ich plötzlich den Mond sah. Ich streckte die Hand aus nach dem Licht, das die Dunkelheit durchdrang und mich so fröhlich stimmte. Da bemerkte ich es. Ich war auf dem Dach, kurz davor, über das Geländer zu klettern. Noch einen Schritt weiter und ich wäre tot gewesen. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich keine Angst, selbst als mir das klar wurde. Es kommt mir vor, als ob in Vollmondnächten alles erlaubt sei. Eine geliebte Person töten, sich das eigene Leben nehmen. Unter dem Schein des Mondlichts wird einem alles verziehen und am nächsten Tag ist alles vergessen. So kommt es mir vor. Deshalb will ich im Vollmondnächten nicht nach draußen gehen. Das nächste Mal würde mich der Mond mit Sicherheit zu einer Dummheit verleiten. Ich würde in den Mond hineinspringen, der sich im Meer widerspiegelt, oder meine Hand auf dem Dach greifend nach ihm ausstrecken. Ich weiß, dass mindestens drei andere Patienten in einer Vollmondnacht vom Dach gesprungen sind. Ich frage mich, ob ich der Nächste bin. Uiuiui, okay. Da scheint sich ein Muster... entwickeln. Noch eine Puppe? Nee. Oh. Okay, lauf. Und ja, das Flüstern war wirklich eklig von den Puppen. Oh. Vor dem Zimmer stehender Mann. Das war wirklich eklig. Aber es ging ja tatsächlich noch. Die Puppen haben uns nicht, sind uns nicht angesprungen oder irgendwelche anderen Scherze. Takashi Aiba, der seit dem Kagura am Mondlicht-Syndrom litt, aber weiter an den Masken forschte. Okay, das heißt, wir gehen hier jetzt in den Raum rein. Immer diese Schiebetüren, ne? Oh, Gottes Willen. Was ist denn hier passiert? Ah, wir werden hier garantiert gleich angefallen oder so. Hundertprozentig. Das Regal ist voll mit alten Bandagen, Scheren und Pinzetten. Oh, hinter dem Vorhang, ne? Hinter dem Vorhang. Okay, da leuchtet was. Ich habe da auch eine Puppe gesehen. Wir haben jetzt ganz schön viele Puppen hintereinander gefunden, ne? Irgendwie im letzten Stream kaum eine, irgendwie zwei oder drei Puppen oder was? Ich glaube, mehr waren das ja tatsächlich nicht. Ja, haben wir jetzt schon mehr gefunden. Oh Gott, ist das hier so ein Puppenende oder was? Ah, sehr uncool. Auf dem Bett liegen zahlreiche Blätter Papier.
Es gibt Aufzeichnungen über einen Besuch von Professor Kunihiko Aso auf dieser Insel um die Jahrhundertwende. Offenbar hat er verschiedene Erfindungen entwickelt, mit denen man angeblich mit den Toten kommunizieren kann. Ihre Funktion wird jedoch angezweifelt. Heutzutage gelten seine Erkenntnisse lediglich als Pseudowissenschaft. Beim Lesen seiner Aufzeichnung stellte ich fest, dass viele seiner Schilderungen von den Masken dieser Inseln handeln. Seine Überlegungen zu den Masken sind oft pragmatisch und überzogen, aber in ihrer Kühnheit auch sehr interessant. Professor Aso zufolge wurden die Masken der Insel Rugetsu hergestellt, um die Psyche ihrer Träger zu beeinflussen. Wenn wir zum Beispiel ein lachendes Gesicht sehen, fangen wir selbst an zu lachen. Wir neigen dazu, uns an äußere Eindrücke anzugleichen. Aso nennt das Emotionstransfer. Möglicherweise nutzen die Masken auf der Insel diesen Vorgang, um die Emotionen ihrer Betrachter zu steuern, so wie der Mond das Innere repräsentiert. Repräsentieren die Masken einen geistigen Zustand? Der Professor berichtet von einem Mädchen, das noch nie zuvor Flöte gespielt hatte, aber in dem Moment, als sie eine Maske aufsetzte, plötzlich Flöte spielen konnte. Asos Theorie zufolge stimulieren die Masken besondere Bereiche des Unbewussten oder sie fungieren als eine Art Überträger von Erinnerungen. Die Idee von Masken als Überträger von Erinnerungen ist sehr anregend. Er schreibt weiter, dass durch die Masken Erlebnisse geteilt werden können, in etwa wie durch heutige Funkkommunikation. Die ultimative geteilte Erfahrung ist die des gemeinsam erlebten Todes. Ab der Stelle konnte ich ihm nicht mehr folgen, aber bis dahin hatte ich viel Spaß mit seinem Text. Professor Aso verwendete Farben und Techniken der Maskenfertigung dieser Insel für den Bau seiner Camera Obscura. Sie halfen ihm besonders bei der Herstellung des benötigten Films. Eine Camera Obscura befindet sich im Aso-Museum. Ich würde sie gerne einmal sehen, um mich von ihrer Kraft zu überzeugen. Funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Also. Achso. Ja. Okay, das heißt. Ich gehe da mal, oder? Also. Ja, okay, ich gehe dann doch nicht. Ich guck mal, ob ich sie tritten kann. Okay, ich kann sie nicht tritten. Ich muss kurz weg hier. Sonst. Ah, sie kommt von der Seite, das ist ja eklig. Crit! Combo! Ah, schade. Wo ist die andere? Heilige Scheiße! Da ging der Stift in die Hose! Ach du meine Güte, er ist ja auch doch da, ja. Schmidt! Okay, sie ist weg. Oh Gott, du bist schnell. Fräulein. Okay, er ist tot. Wo ist sie? Oh, ich hab Gänsehaut. Das ist so eklig. Was macht sie da eigentlich da unten immer? Oh Gott, nein. Oh. Warum bückt sie sich eigentlich immer? Oh. Oi. Ich sollte mich. Nö, ich brauche mich gar nicht heilen. Alles okay. Das ist ja noch. Oh. Oh, da habe ich gerade einen halben Herzinfarkt bekommen. Hui, spaßig, ist lustig. Ja. Ach nee, okay, ja, scheiß drauf, komm. Wir gehen weiter. Der Direktor. Habe ich doch sofort erkannt. Direktor Haibara. Shigeto Haibara, besessen von der Forschung am Mondlichtsyndrom, wartet darauf, an Misaki eine spezielle Art der Behandlung durchzuführen. Ja, sehr schön. Uiuiui.
Das Wartezimmer. Hier liegt doch bestimmt ein Item. Ah, hier ist irgendwo eine Puppe. Hier ist irgendwo eine Puppe. Okay, wo, wo, wo? Hä? Ich bin so blind, ne? Ach, hier. Okay. Ach, wirklich, was ist denn hier los mit den Puppen gerade? Habe ich so viele Puppen übersehen im letzten Stream? Wahrscheinlich. Okay, folgen wir mal dem Direktor. Wo sind wir überhaupt? Was ist denn das hier? Im zweiten Stock. Okay. Ah, hier sind wir. Okay, okay. Ah. Ja. Ja, komm, lauf, 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 lauf. Ich will ihn noch erwischen. Ich will ihn noch erwischen. Getroffen. Direktor Ibarra geht voran. Okay, wir sollen runtergehen. War in dem Video... egal. Shigeto Ibarra führt Misaki zu dem Ort, an dem er eine spezielle Behandlung vornehmen möchte. Also wir müssen ihn auf jeden Fall folgen, aber war hier nicht auch noch... Nee, okay, ich dachte, da wär auch noch ein Patientenraum. Egal, dann folgen wir ihm. Dann habe ich mich geirrt. Ich dachte, da wäre noch so ein Doppeltürer gewesen. Oh nein! Nein! Nicht doch! Okay. Ah. Huch! Hoppla! Ich weiß nicht, was ich da gerade wieder gemacht habe, aber... wollte eigentlich hier rein. der Forscher des Mondlichtsyndroms, MLS, Dr. Shigeto Ibarra. Seine Worte klingen sanft und freundlich, aber... Aber, wir speichern. Zack. So. Wobei, wir können ja eigentlich mal... Wir haben ja tatsächlich ein paar mehr Punkte. Kostet ja auch nur die Hälfte. Mal 93... Ups. 91.000, das ist okay. Das kann man machen. Wechsle ich direkt mal auf den Film, dann können wir ja... Mache ich nochmal ein bisschen mehr Schaden. Wir haben es ja, wir haben es ja. Okay. Wo möchte er mich hinführen? Ach Gott, dieser Raum. Wir werden wahrscheinlich hier raus müssen. Falls wir nicht angefallen werden. Sieht gut aus. La. Ja. Ey, das ist so billig, ne? Das ist wirklich, das sind so billige Jumpscares. Und jedes Mal kriegen die mich. Warte mal, nee, wir müssen den Film doch wechseln. Wenn ich hier die normalen Fotos schieße, dann benutzt er den Film ja. Okay. Wechsel ich dann während des Kampfes? Nee, da wollte ich nicht rein. Witzig. Shigeto Ibarra geht auf den Anfang vom Ende zu. Er ist auf dem Weg zu seinem Büro, einen Geheimplan in seinem Herzen tragend. Ja, ja. Mal gucken. Ab in sein Büro. So. Ja. Diesmal nicht.
Rigeto Aibara führt Misaki in sein Büro. Der Anfang vom Ende. Okay, bin ich ja mal gespannt jetzt. Ich hoffe, wir müssen ihn hier nicht auf engen Raum bekämpfen. Das wäre wirklich richtig uncool. Oh. Rein spähendes Auge. Etwas ist auf dem Foto. Ja, geil. Sehr uncool, muss ich dazu sagen. Nein. Ich hab doch losgelassen. Nein, die Items sind weg. Oh. Ah, oh, okay. Das waren bestimmt blaue Steinchen, die wir hätten gut gebrauchen können. Misaki Aso, weiblich, 7 Jahre, Zimmer 310, abnehmender Mond. Es gibt Anzeichen von Verbesserung im Krankheitsbild ihres Mondlichtsyndroms. Aber die Behandlung gestaltet sich schwieriger als angenommen, wegen der zusätzlich übersinnlichen Begabung der Patientin. Selbst im Vergleich zu anderen MLS-Fällen sind ihre Symptome besorgniserregend und soweit wir das anhand von ähnlichen Fällen wie dem der Patientin aus dem Isolierzimmer sagen können, gibt es keine effektive Maßnahme, die Verschlimmerung der Krankheit aufzuhalten. Es ist dringend erforderlich, den Behandlungsplan für diese Patientin zu präzisieren. Ich glaube, die blauen Steine hätten wir echt... Also wenn das, ich vermute mal, es wären blaue Steine gewesen oder rote Steine, aber es hätten wir beides gut gebrauchen können, ja. Wir brauchen noch 3 Steinchen. 3 Steinchen für mehr Schaden. Ich will ja mehr Schaden machen. Ja. Ah, okay, das war sogar das, was ich, nee, hier ist noch irgendwas. Ah. Filmtyp 90 erhalten. Okay, krass. Filmtyp 90, der neueste Typ Film, hohe Stärke und kurze Ladezeiten. Boah, der ist bestimmt auch teuer, ne? Der wird bestimmt auch einiges kosten. So, wenn wir hier gegen diesen Jo Haibara kämpfen sollten oder gegen den Vater, dann würde ich auf jeden Fall den grünen Film nehmen. Oh. Oh, er hat uns hier untersucht, das ist ja widerlich. Ja. Wer bist du denn? Gleich mal den Filmtyp gewechselt. Oh Gott, du siehst nicht cool aus. Crit! Los, Combo, jawoll! Oh, das war eine gute Kombo. Aber ich habe gut Schaden gemacht gerade. Ah, das für ein ekliges Piepen. Ja, komm raus. Ja, da bist du ja. Ich versuche nochmal einen Crit zu machen hier. Okay. Pass auf. Ach so. Ja, klar. Okay, ich habe keine Ahnung, von wo sie kommt. Oh, von der Seite, ja klar. Da versuche ich gar nicht, jetzt einen Crit zu machen.
Aber ich möchte, dass sie nah dran ist. Und mehr Schaden mache ich ja. Gut. Sehr, sehr gut. Okay, wir haben zwei Items. Was ging hier nur vor? Haben Sie bei mir etwa auch? Eine Woche ist seit dem Fehlschlagen des Ritus vergangen. Indem wir äußere Reize vermeiden und sie im Mondlicht des Mondscheinbrunnen baden, konnte der Zustand der Instrumente stabilisiert werden. Jedoch hängt diese Stabilität an einem seidenen Faden. Jede erdenkliche Kleinigkeit könnte den Zustand verschlechtern. Sie könnte durch den Schock eines psychischen Zusammenbruchs sterben oder im schlimmsten Fall erblühen. Es ist schwer zu sagen, was es auslösen könnte. Ein Geräusch, ein Geruch, ein falsches Wort, der Wechsel der Mondphasen. Viele der Zusammenhänge bleiben weiterhin unklar. Jedoch ist es sehr wahrscheinlich, dass das Erinnern an den Ritus der Heimkehr und die Ereignisse, die zu ihm geführt haben, als ein solcher Auslöser wirken könnte. Nachtrag. Während ich sie beobachtet habe, hat sie mehrmals ihre Hand an meine Wange gelegt und sie gestreichelt. Es scheint, sie hat ihre Erinnerung nicht vollständig verloren. Oh, okay. Ah, das ist wieder Miho, unsere Freundin. Also, der Sakuya? Will mich auf den Namen jetzt nicht festlegen. Die kleine Misaki starrt auf Shigeto Haibara. Sie ahnt nicht, welches Schicksal ihr bevorsteht. Das Mädchen in Schwarz wirft Misaki Blicke zu und führt sie zu einem Tor. Das Tor zur verschlossenen Vergangenheit? Achso, oh, ich habe da noch einen Spukgeist tatsächlich. Und Rachegeist haben wir ja auch noch. Himiko Kiriya, eine Patientin, die aufgrund eines an ihrem Kopf angebrachten Apparats starb. Die Schmerzen in ihrem Kopf nehmen kein Ende. Das ist die Ablüte-Version, okay. Takashi Aiba, ein Juniorprofessor, der nach Rugetsu kam, um die Masken zu erforschen und am MLS erkrankte. Ein früherer Kommilitone von Toshiro. Oh. Oh, das ist natürlich, ja. Stimmt, von dem hatten wir doch auch, das war der Brief, den wir in dem Ofen gefunden hatten, oder? Ich glaube, der kam von ihm. Reinspähende Augen. Gott, das ist also das creepigste Foto überhaupt. Sie starb im dunklen Kellerraum unter dem Büro des Direktors an den Folgen eines Experiments. Sie starrt jeden an, der diesen Raum betritt. Oh Gott, warum habe ich das gelesen? Das macht es ja noch viel gruseliger. Zero-Objektiv. Was ist denn das Zero-Objektiv? Richtet bei Gebrauch Sichtfeld auf den nächstgelegenen Geist. Okay. Zero erlaubt besonders starke Aufnahmen. Oh. Das finde ich gut. Das upgraden wir auch direkt. Mehr Schaden, ich brauche mehr Schaden. Ich brauche mehr Schaden. Wir brauchen immer noch drei blaue Steine, verdammt. Okay, wir wechseln das Objektiv direkt. Gehen wieder auf den Typ 7 Film, damit wir... Op, war gar nicht erst Filme verschwenden. Okay, das war doof. Ich habe jetzt meine gesamte Energie hier verbraucht. Okay, hier ist nichts mehr. Gehen wir mal weiter runter. Ach, Gottes Willen. Ja. Läuft ins Innere. Wandergeister. Das Mädchen in Schwarz geht weiter auf das Tor zu. Ist dies der Weg zum Tor von Misakis Erinnerung? Okay. Eigentlich müssten wir dort ja Madoka finden. Was? Oh.
Oh. Oh. Rein theoretisch müssen wir dort doch Madoka finden, oder? Aber wir sind ja irgendwie in völlig verschiedenen Zeitlinien hier oder so. Shoshiro hat sie ja auch nicht gesehen, obwohl sie eigentlich direkt hätten aufeinandertreffen müssen. Okay, der Fahrstuhl ist unten. Ich gehe mal davon aus, wir müssen... Ja. Okay. Das ist der Sohn vom Direktor. Das ist Jo. Jo Haibara führt Misaki zu dem Ort, an dem er sie behandeln will. Wohin die beiden wohl gehen? Okay, die sind jetzt aber wieder zurückgegangen. Guck hier nochmal kurz. Ja. Achso. Oh Gott, das sind ja viele. Ich mache eine Crit-Combo. Crit! Oh! Nee, das sind zu viele. Warte. Ich gehe jetzt mal weg. Ich will erstmal in den größeren Raum hier. Ja, das sieht schon besser aus. Du bist schnell! Okay. Okay, ich gehe jetzt mal weiter in die Mitte. Ja, alles klar. Ich glaube nur noch er ist über, ne? Was haben wir aber ganz, habe ich ganz gut hinbekommen hier. Ja. Ich finde, das haben wir tatsächlich ganz gut hinbekommen. Ah, guck mal, hier ist tatsächlich noch ein Gegenstand. Film 14 erhalten. Ja, den haben wir auch gerade ein bisschen verbraucht. Das passt ja. Oh, hier ist noch ein Gegenstand. Ein zerflattertes Buch. Legenden vom Mondscheinbrunnen. Die tief unter der Erde in der Höhle der Leere im Ursprungskanal trainieren. Im Mondscheinbrunnen sollt ihr baden, um eure Seelen in eure Körper zurückkehren zu lassen. Solch eine Ausbildung hat zur Folge, dass sie sowohl sich selbst als auch die Form ihrer Seelen verlieren. Sie bleiben einige innerlich leer, da ihre nicht zurückkehren. So bleiben, okay. Wenn sie leer in dieser Welt zurückkehren, können sie erblühen. Nur das Licht des Mondes kann ihre Seelen zurückführen. Deshalb bringen sie zum Mondscheinbrunnen, dem Ort, an dem das Licht des Mondes festgehalten wird. Dort wirst du ihre Seelen finden. Diejenigen, die sich entleeren, die ihr selbst verlieren, sollen beim Mondlicht im Mondscheinbrunnen baden. Ist das getan, können sie auch, wenn sie ihr selbst gänzlich verloren haben, wieder zu sich finden. Okay, das heißt... Wir müssen zum Mondscheinbrunnen. Okay. Ah, shit.
Nein, nicht doch. Komm schon. Wird blau, danke. Okay, ab zum Brunnen. Würde ich mal behaupten. Mädchen geht Ziel entgegen. Das Mädchen in Schwarz schreitet langsam voran. Was erwartet die beiden an ihrem Ziel? Die Antwort auf alle Fragen scheint nah. Oh, hoffentlich. Ich würde es Misaki echt wünschen. Und dass sie auch endlich komplett damit abschließen kann. Und hoffentlich nicht dem Mondlichtsyndrom verfällt. Ich ahne aber Böses. Ich glaube, so gut wird das Ganze hier jetzt nicht ausgehen. Oh. Ja. Oh. Wer liegt denn da drin? Ist das eine Puppe? Oh Gott, nicht doch. Kann ich sie nicht fokussieren? Doch. Ich nehme direkt den Typ 97 Film. 61 Film, Entschuldigung. Kann ich Schaden machen? Oh, ich kann Schaden machen, sehr gut. Okay. Was für ein Crit! Oh, das waren Reflexe, Leute. Und das in meinem Alter. やっぱりミアにしましょう。うん。この子はあなた。大切にしてね。 これがあればきっと私みたいにならずに済むから。
Ja, Phase 8 abgeschlossen.